Ich habe gerade heute gelesen, dass Herr Putin nun mal gesagt hat, wir müssen das alles untersuchen, also nicht so reagiert hat wie sein Sportminister, das ist alles Unsinn oder so ähnlich, sondern Herr Putin hat offensichtlich erkannt, dass man so mit der Sache nicht umgehen kann, sondern dass sie jetzt ihrerseits tätig werden müssen. Und das ist ja schon mal ein erster Schritt. Wir brauchen uns natürlich nicht einzubilden, dass sich die Dopingproblematik auf Russland konzentriert und alle anderen Länder sauber sind. Außerdem gibt es auch schon seit, ich glaube, jetzt fast 2 Jahren von der WADA die Feststellung, dass die Anti-Doping-Kontrollen auch nur limitiert sind in den Möglichkeiten, die sie haben, weil natürlich inzwischen ganz viele Möglichkeiten bestehen, das Kontrollsystem zu unterlaufen, trotzdem zu dopen, indem man eben spät in der Nacht eine kleine Dosis EPO nimmt, die dann morgens schon wieder ausgeschieden ist. Daher wissen wir, das Kontrollsystem alleine ist zwar eine gewisse Abschreckung, hat damit auch seinen Wert, aber es ist sehr begrenzt in seiner Wirkung und man muss eigentlich mit sehr viel anderen Maßnahmen noch im Bereich Prävention, im Bereich der systematischen Null-Toleranz-Politik, dass man auch gegen Verbände vorgeht, dass man gegen Funktionäre vorgeht, dass man Ärzte ausschließt, die bisher schon auffällig gewesen sind. Nur wenn man eine solche wirklich umfassende Politik macht, kann man des Dopingproblems Herr werden. Wenn die Führung nicht mit gutem Beispiel vorangeht, dann kriegen Sie das in die Belegschaft auch nicht übertragen, dass man denen sagt, hier, ihr müsst euch immer an die Regeln halten. Das heißt, wenn ich Funktionäre habe, die an der Spitze international oder national es nicht so genau nehmen mit den Regeln, sei es Korruption, sei es anderes und auch nicht so genau hinschauen, oh na ja, gut, ein bisschen Doping hilft ja vielleicht im Medaillenspiegel oder so, dann erodiert die ganze Moral an der Basis und dann ist es ganz schwierig, das Steuer herumzureißen. Und der Sport muss jetzt sehr konsequent in allen Bereichen vorgehen.